Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space Remake. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir befinden uns hier immer noch auf der USG Ishimura und unsere Aufgabe lautet wie folgt: Besorge Flüssigstickstoff. Natürlich weiß ich gar nicht, wie viel Flüssigstickstoff ich besorgen soll. 10 Gramm, 50 Gramm, ein Kilo. Ich habe keine Ahnung, ich fühle mich hier wie so ein schäbiger Dealer. Aber ist ja auch egal, wir besorgen das jetzt einfach. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein bisschen Flüssig-Däumchen und Flüssig-Kommentare besorgen unter dem Video. Da würde ich mich sehr freuen. So, wir gehen jetzt in die Kryogenik. Und, oh nein, nein, das ist doch der eine Raum. Ich kenne ihn. Oh nein. Jetzt kommt schon wieder der Jäger, ne? Der unsterbliche Jäger. Oh, ich will aber nicht. So, erstmal sammeln wir ja alles ein. Und da ist doch schon hier, da ist doch schon der Flüssigstickstoff-Mensch. Eine Pulle. Geil. Oh, Scheiße. So schnell einfrieren. Aber das dauert doch schon wieder viel zu lange. LOL! Das ging aber schnell. Der Mistkerl hat mich ausgesperrt. Alles okay, also? Ich stoppte den Jäger. Aber Mercer ist weg. Er will die Kreaturen zur Erde bringen, Kendra. Du musst die Kabine des Captains versiegeln und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Okay. Eine Gewebeprobe. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist, nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch, was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. Stimmt, da war doch in der einen Folge was auf der Intensivstation, ne? Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Das werden wir natürlich machen. Allerdings möchte ich gerne die Gewebeprobe erstmal scannen. Weil optionale Nebenaufgaben sind immer der Shit und die machen Spaß. Und warum sollte ich sie nicht machen?
Ne? Deswegen folge ich jetzt einfach mal dem Weg hier. So, und hoffe mal, dass ich richtig laufe. Ich meine, das war hier, ne? Irgendwo den Fahrstuhl runter. Oder bin ich jetzt falsch? Oh. Nett. So, ich glaube, wir müssen hier vorne durch. Ich hab das noch so ganz grob im Kopf. Oh, sind wir falsch gelaufen? Lol. Haben wir alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden. Direkt über den Agenda. So. Okay, wir sind eine falsche Tür gegangen. Da vorne müssen wir hin. Wir müssen auf jeden Fall diesen einen Fahrstuhl runterfahren, das weiß ich noch. Ja, genau, das war die Stelle, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Weil ich keine Stase mehr hatte. Zum Glück aber noch einen Knoten dabei hatte, dass ich meine Stase auffüllen konnte. Oh je, das waren noch Zeiten. So, wir fahren jetzt hier runter und dann war doch da dieses eine Ding, wo ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Irgendwo hier um die Ecke. Da ist es doch. DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt, Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rip-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rick-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Genau, Gewebeprobe wurde gescannt. Jetzt soll ich das Bett von Harris finden auf der Intensivstation. Da werden wir doch auch gleich mal nachgehen. So, dieser Mercer ist aber echt krank in der Birne. Die Patienten, die betteln und leiden da. Und der spricht einfach sein Tonband ganz easy, als wäre da nichts. Ganz schön krank, der Bastard. So, diesmal kommen wir aber durch ohne Probleme, das ist sehr schön. So, okay. Ach du Scheiße. Boah, was mache ich denn dagegen? Ich hab doch nichts mehr. Ich befürchte, dass wir doch irgendwie mal langsam so ein bisschen was im Store kaufen müssen. Weil wir haben ja wirklich nichts mehr an Munition. Das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm.
So, das können wir auch noch verkaufen. Ich würde ja super gerne mal einen Knoten kaufen. Wir haben aber 4 Stück. Was könnte denn meine zweite Lieblingswaffe werden? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich will eigentlich gar nicht so viele Waffen bei mir haben. Aber momentan verlangt das Spiel das irgendwie von mir. Ich würde mir tatsächlich mal... 1, 2, 3 Stück davon kaufen. Habe ich wenigstens ein bisschen Munition hier für das Teil. Das erste Mal, dass ich Munition kaufe, ey. Ich fühle mich schäbig. Ich fühle mich richtig schäbig. So, jetzt müssen wir hier durch. Und da hinten sind diese komischen Kackdinger, ey. Okay, das geht nicht gut aus hier. Oh, ich muss hier weg. Meine Munition ist gleich alle. Hilfe, und ich bin tot. Ich bin halb tot. Oh, shit, ey. So, jetzt sind wir wirklich am Arsch, ressourcenmäßig. Wir haben wirklich ein dickes Problem. Oh, ich hab doch nix. Ich hab doch nix. Ich schmeiß dir jetzt den Rollstuhl an den Kopf, ey. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Komm her, du Schwein! Komm! So, hier! Es bringt nichts! Ich weiß gar nicht, ob wir das Spiel schaffen, ey. Oh, jetzt schon keine Munition mehr, ey. Ich könnte aber die Stase benutzen. Und draufkloppen wie so ein Irrer. So, da ist das Bett. Wir müssen aber gerade eben mal so ein bisschen auf die Karte schauen, ob ich hier noch irgendwas nicht entdeckt habe. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier wirklich alles schon erforscht. Oh je. Yeah. Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Nur noch ein kleines Stückchen Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf LG 7 und der unschönen Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als... ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja, das stimmt.
Ich bin bereit. Er wollte sie mir zeigen. Sie sind hungrig. Und bald hier. Sie machen uns vollkommen. Doktor, ich sehe es jetzt. Der Marker spricht. Und wir können antworten. Sagen Sie mir wie. Keine von relevanten Rack-Aktivitäten. Interessant. Okay, Mercer hat ein Blablabla erschaffen, das er Jäger nennt. Ich muss wissen, womit wir... Ja, das würde ich auch gerne wissen. Das Ding ist, untersuche das Erzlager. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ja, wir haben jetzt super viele Nebenaufgaben, die wir aber jetzt momentan alle noch gar nicht erfüllen können. Was ist denn hier, wenn ich hier jetzt mal auf die Karte gehe? Gehe und mal schau, wohin führt uns das. Okay, in eine ganz andere Region. Finde den Rig von Chefingenieur Rousseau. Aber wir müssen ja sowieso zum Monorail. Das passt eigentlich ganz gut. Dann schauen wir uns da mal ein bisschen um. So, das können wir auch öffnen. Wunderbar, ein paar Credits. Stasemodul ist voll. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen, ohne noch irgendwelche Monster mit auf den Weg. Na, ihr wisst schon. Hauptsache schnell hier weg. Ah! Oh, ich hab doch nix. Ah, das klemmt im Boden. Gib mir das. Fuck! Scheiße. Also heute spiele ich wirklich schlecht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Junge, 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 Junge. Boah. Üff. Ja, genau. Ey, ich hasse das. Boah, jetzt wieder kilometerweit rennen, Alter. Willst du mich denn verarschen, Spiel? Oh, lol, ey. Ja, komm, dann machen wir hier mal wieder einen Schnitt. Und dann mache ich den ganzen Rotz nochmal, bis ich dann an der Stelle bin, wo ich gerade gestorben bin. Also bis gleich. So, wir sind endlich an der Monorail angekommen. Das hat jetzt ziemlich lange gedauert, aber... Immerhin habe ich jetzt endlich gespeichert. Ich sollte öfters speichern. Das nehme ich aus dem Ganzen raus. So, jetzt schauen wir doch mal eben gerade. Wir sind hier. Unsere Aufgabe wäre im Abbausektor, aber das ist dann auch quasi nur das Nebenziel. Was wir, glaube ich, noch nicht erfüllen können, weil wir noch keinen Level 3 Zugang haben. Deswegen change ich jetzt erstmal unser Wegpunkt hier. Gehe zur Monorail-Wartung. Schauen wir mal eben gerade, wo wir da hin müssen. Und zwar ganz zum Anfang. Deswegen, ja, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. So, Munition, wie ihr sehen könnt, ziemlich schlecht. Oh je, oh je, oh je.
Ich höre Dinge. Oh, eine Werkbank. Oh, hier ist so ein richtiger Ruheraum hier. Oh. Okay, dann lass uns mal schauen. Wir haben 4 Knotenpunkte. Soll ich die denn irgendwo noch ausgeben? Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Was ist denn hier mit Stasezone? Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Wir machen das mal. Stasezone könnte mir den Arsch retten. So, Plasma-Cutter muss ich jetzt nicht unbedingt machen, ne? So, das wäre dann voll. Das wäre dann voll. Und dann fehlt uns quasi noch ein ganzer Strang da unten. Wenn das voll ist und der Anzug voll ist, was machen wir denn dann? Laserkanone, Strahlenkanone, ich bin mir immer noch nicht genau sicher, deswegen spare ich mir jetzt einfach mal die Knoten und warte auf andere Dinge, die noch kommen. So, speichern tue ich hier jetzt auch nochmal. Tatsächlich. So, hier. So, okay. Gehen wir nochmal zur Monorail-Wartung. Die müsste ja auch hier irgendwo in der Nähe sein. Ich schaue mal eben auf die Karte. Sind hier noch irgendwelche Räume? Da kommen wir zum Beispiel noch gar nicht hin. Das ist sehr interessant. Gibt es hier noch irgendwelche Level-1-Räume oder sowas? Etage? Es gibt auch nur 2 Etagen. Nee, aber hier ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie interessieren würde. Okay. Dann folgen wir jetzt erstmal dem Weg. So, und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Munition bekomme. Wir können uns ja auch nochmal hier so ein bisschen umsehen. Aber hier waren wir ja schon. Hier ist auch nichts mehr. Und hier soll irgendwo ein Zugang sein. Das kann ja nur auf der anderen Seite sein, da hinten. Genau, hier konnten wir anfangs nämlich noch gar nicht durch. Isaac, wenn du in der Nähe der Hydrostation bist, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ja, ich hab's gerochen. Das ganze Deck verrottet. Ich habe riesige Masse im Lebensmittellager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Okay. So, das ist auch hier. Okay, okay, okay. So, der führt uns natürlich jetzt zurück hier mit dem Rig. Das können wir dann aber am Ende machen. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Wir machen jetzt erstmal die Hauptaufgabe weiter. So, hier ist auch nochmal ein schöner Ort für die Monorail. Die kommt jetzt angefahren. Abriegelung der Station wird aufgehoben. Oh nein! Hopp! Und wieder keine Munition. Toll. Oh, lol, ey. Ich bekomme nur noch Credits. Ich brauche Munition, Mann. 2 Schuss dafür? Ey, das geht doch gar nicht klar.
Wir sind richtig am Arsch. Ja, komm, leck mich. Scheiß die Wand an, ey. Oh nein. Oh, tropisch. Was? Schnell weg. Credits, Credits, Credits. Hier ist Dr. Elizabeth Cross. An alle Überlebenden, kehren Sie um. Alles ist weg. Alles angebaut. Mein Team. Alle tot. Das Monster. Bitte, gehen Sie. Bringen Sie sich in Sicherheit. Wenn ich es irgendwie töten kann. Jacob, wenn du das hörst, ich muss es versuchen. Warnung, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. Na toll. Ich sage ja, ich bekomme nur noch Credits. Egal, was ich tue, ich bekomme nur noch Credits. Flüssiger Stickstoff aufgefüllt. Enzymsynthese wird eingeleitet. Enzymsynthese abgeschlossen. Vorsicht, nicht einnehmen. Hat es geklappt? Ja, ich habe das Enzym. Es wurde so verändert, dass es etwas Großes verarbeiten kann. Sie wollten wohl töten, was da im Lebensmittellager ist. Hoffen wir, dass es funktioniert. Okay, das habe ich jetzt erstellt. Wo muss ich jetzt hin? Erhalte Zugang zum Lebensmittellager. Okay. Wir werden es versuchen. Allerdings sehe ich gerade, dass wir schon ziemlich lange spielen. Und ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge. Ich muss mir auch nochmal überlegen, ob ich mir nicht vielleicht ein bisschen Munition kaufen soll. Weil die ja gerade schon ziemlich rar ist. Guck mal, wir haben 29.000. Ja, wir sollten vielleicht doch mal ein paar Plasma-Energie kaufen. Sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht. Es gibt bessere Dinge, die ich kaufen kann von dem Geld. Vielleicht sogar schon ein paar Knoten. Aber was soll ich tun, ne? Ich kann es wirklich gerade nicht ändern. Wenn ich jetzt 2 Knoten kaufen würde, hätte ich immer noch 11.000. Aber es kommt ja auch bestimmt bald der neue Anzug schon wieder dazu. Also es ist wirklich nicht einfach jetzt gerade, sich das zu überlegen. Im Lager habe ich auch noch so ein paar Dinge, die ich vielleicht verkaufen könnte. 3, 6, ja, das gibt auch noch mal ordentlich Kohle hier. Das werde ich mal ins Lager verschieben. Dass sie auch ins Lager verschieben. Oh Mann, das wird echt nicht schön. Aber okay, da machen wir in der nächsten Folge uns den Kopf kaputt mit. Wir speichern jetzt hier an der Stelle, sehen uns in der nächsten Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also macht's gut bis dahin und vergesst euren Flüssigstickstoff nicht. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.